Kapitel 4 – Die Torwächter. Der nächste Mal. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, MSUK. Guten Morgen, MSUK. Dauert ein bisschen. Lalala, ein drittes mit einem Okay, so ist es. Hurra! Hey, ihr zwei! Wir brauchen heute eure Hilfe! Welcher Wichser hat uns gerufen? Dicta! Hier sind die! Danke, Krakilo. Ihr beide unternehmt heute den Wachdienst. Tut mir leid, normalerweise ist der Wachdienst meine Aufgabe. Aber heute hat mein Vater mir aufgetragen, die Infobretter zu aktualisieren. Also kann ich nicht auf meinem Posten sein. Es wäre toll, wenn heute jemand den Wachdienst für mich übernehmen könnte. Und darum seid ihr hier. Bitte macht meinen Job gut. Tschüss. Das ist klar! Das ist alles! Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Warum hast du uns geholt? Halt die Klappe! Kein Gemurmel mehr. Geht und tut eure Pflicht. Mir tut der Kopf weh. Okay. Was sollen wir überhaupt tun? Klettert diesen Loch hinunter und kaltet Wache. Ihr habt Wachdienst. Wachdienst? Richtig gehört, Wachdienst. Wir müssen vermeiden, dass zwei zwielichtige Gestalten in der Gilde kommen. Also ist unter dem Gildeneingang eine Wache stationiert, die besuchende Pokémon überprüft. Als ihr zum ersten Mal kamt, wurde eure Fußabdrücke überprüft, oder? Mein Fußabdruck? Was? Oh, ich weiß es jetzt wieder. Ich stand auf dem Gitter und jemand schrie von unten zu mir hoch. Ich bin richtig erschrocken. Okay, du willst also, dass wir in dieses Loch steigen und so weiter? Der Tunnel da unten führt zum Wachposten. Dicta wühlt sich durch bis zum Wachposten unter dem Gitter. Vom Wachposten aus inspiziert Dicta die Fußabdrücke der Besucher, identifiziert sie und informiert mich. Ich entscheide dann, ob das Pokémon verdächtig ist oder nicht. Wenn alles in Ordnung ist, öffne ich das Tor. Dienen wir also als die Torwächter der Gilde. Also, ihr müsst nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und mir sagen, was für Pokémon sie sind. In Ordnung? Ja. Gut, dann an die Arbeit. Los und macht eure Sache gut. Oh, jetzt geht's an Minispiel, oder? Ach, es ist tagdunkel, Alter. Hier drin ist der Kabel. Wir müssen uns vorantatzen. Tja, wir müssen uns langsam dem Wachposten nähern. Ja, ich sehe Licht im Sokabu. Alles klar! Habt ihr Position unter dem Gitter bezogen? Ja, wir sind auf dem Posten. Gut. Besuchende Pokémon werden auf das Gitter über dem Wachposten treten. Identifiziert sie anhand des Fußabdrucks und informiert mich. Kapiert? Ja, verstanden.
Gut, es kann losgehen. Seh dir den Fußabdruck auf dem Tapscreen an und identifiere dann das Pokémon. Du darfst zweimal falsch liegen. Okay. Und Tobias behält den Überblick. Hier nimmt ein Pokémon-Brief für seinen Fußabdruck und sagt mir, welches es ist. Es ist ein Reitschuh zusammen. Der Fußabdruck gehört zu Reitschuh, alles klar, einspaziert. Ah, richtig. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon-Brief für seinen Fußabdruck und sagt mir, welches es ist. Einfallsstaziert. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon, prüfe seine Fußabdruck und sag mir, welches es ist. Oh, das ist von Mautzius, weiß ich. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon, prüfe seine Fußabdruck. Lalala. Okay, mir alles. Das ist ein Capoeira. Alles klar, reinspaziert. Du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon, prüfe seinen Fußabdruck und sag mir, welches es ist. Das sieht aus wie ein Senku. Alles klar, hereinspaziert. Korrekt, du liegst richtig. Hier kommt ein Pokémon, prüfe seinen Fußabdruck. Das ist ein Gewaldo. Alles klar, hereinspaziert. Korrekt, du liegst richtig. Tut mir leid für die Verspätung. Tobias und Mr. Kabu. Das ist genug. Komm wieder her. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, ihr zwei. Lasst mich überprüfen, wie ihr euch angestellt habt. Nein, also, euer Ergebnis sind absolut perfekt. Ihr habt jeden Besucher richtig identifiziert. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Wir werden eure Mühe belohnen. Und zwar nicht zu knapp, möchte ich hinzufügen. Ihr habt euch eine besondere große Belohnung verdient. Für den perfekt ausgeführten Job erhält das Team von MSU Cabo 5000 als Belohnung. Außerdem erhält das Team ein Level plus Sam. Wurde für die. Und nicht nur das, das Team erhält außerdem ein Gürnsing. Aber das ist noch nicht alles! Das Team erhält außerdem einen Lebenssam. So viel Belohnung, kannst du es fassen? Mach weiter so! Yeah, wir sind die Besten! Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, MSU Cabo. Okay, gute Nacht. Gleiche Sprüche. Der nächste Morgen. Auf ich an und ab dafür! Ihr Arschlöcher! Oh, guten Morgen, MSU Cabo. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Ah, ihr zwei. Lasst mich eure Aufgaben für heute mitteilen. Seht nach Jobs auf den Shopping-Infobrett und den Kanonen-Infobrett. Erledigt die auf gewissen Jobs. Das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht den Plagen und sagen, okay? Nun, wenn ihr verstanden habt, dann auf ans Werk!
mal die Strandhöhle. Mach jetzt noch schnell die Strandhöhle, dann machen wir keinen Cut. Nee, nicht das. Anthöhle machen wir dann jetzt. 2 gibt's dort, was wir machen müssen. Genau hier, genau. Wo denn sonst genau? Das war eine komische Ebene, war voll klein. Die Ebene reicht. Warte mal. Ich finde das Item. Ein U4. Okay. Da. Ist das nicht das Flieh-Ob, was wir haben müssen? Ja. Oh, Schatz, du bist jetzt gleich tot. Ah, da ist es ja. Ist es ja schon. Ne, lock das mal eher. Ne, hat das es nicht. Ach, egal. Danke, dass ihr eine neue gefunden habt.
nachdem, dass ich den Belebersamen als Hausung meines Amtes hier will. Wieder gefressen, gefrissen. Gefriese. Gefrieset sei der Mensch. La la la, wir machen weiter. Okay, gute Nacht. Ist immer das Gleiche.